Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir wieder War Thunder. Was für eine Überraschung, ob auf diesem Kanal überhaupt noch anderer Content kommt, außer dieser geile Scheiß hier. Bitte mal nicht so sicher. Ich würde sagen, genug gelabert, wir sehen uns gleich in der Runde, also bis gleich, ne? Gut, da bin ich wieder. Die Map heißt, keine Ahnung. Ich nenne es jetzt mal Landschaft mit Stadt. Schöne Stadt. Eigentlich hasse ich diese Map eigentlich. Ich habe keine Ahnung, wie sie heißt, aber egal. Wir fahren ab zu A. Hoffentlich tötet uns nicht wieder ein Wirbelwind. Das war scheiße. Egal. Abfahrt. ABC gibt es zur Ober. Nee, ganz normal. Warum sage ich das eigentlich immer? Ich meine, wenn man nicht so dumm ist, sieht man es oben eigentlich eh, oder? Joa. Was ist denn das für Geräusch? Wo ist mein Nachbar? Mal schauen. Sind meine ganzen Kameraden bitte, die sind nur bei C und ich bei Scheiße. Scheiße, Scheiße. Die sind alle bei C und ich bei A. Wie viele Spieler haben wir in dieser Runde bitte? Gar nicht mal so viele. Finde ich jetzt eigentlich relativ wenig. Doch nicht, dass ich jetzt alleine A erobern muss. Moin Königstiger, Tiger E, Alter. Wichser. Tut mir leid, aber ist halt so. Wir stecken fest, ach wow. Boah, hast du auch aufgepasst in der Schule? Treffer. Kälte tot. Opfer. Ich nehme nicht mehr. Komm, 6, 5, 4, 3. 2, 1, Abfahrt. Los, Hans, los! Da willst du mich verarschen! Das gibt's doch nicht! Was ist das für eine Scheiße? Hey, du bist beschädigt und reparierst doch! Wo ist das Kackproblem? Ne, der leck mich. Tiger 1. Warum sind da 10 Tiger 1? Das fuckt ab, nee. Was mach hinne? Der Feind hat ihn, leck mich am Arsch, Junge. Ich komme jetzt mit dem scheiß Tiger 2 und 50 auseinander. A, B, C, alles vom Feind erobert. Ja, meine netten Teamkameraden sind natürlich so krass ausgebildet, oder nee. Das kackt rein bei denen. Ab nach A, obwohl das jetzt ein Kilometer oder so entfernt ist, wir fahren da jetzt hin. Das grenzt schon nah an Behinderung. Realitätsnah, ne? Passiert, wenn ich da jetzt reinfahre. Ja, auf einmal ist noch. Ne, es fliegt einfach. Das sind die besten von den besten Entwicklern, die es hier gibt, ne? Das sind speziell ausgebildete. So wie ich. Verdienen vielleicht 5 Euro. Im Monat. Und nicht gar nichts. Oh ja, Taschengeld. Oh ja. Ab zu A. Obwohl, jetzt haben wir alle Dinge so oben. Der war jetzt. Nee. Ich finde dieses Spiel so toll programmieren, ne? Das ist wirklich das Feinste vom Feinsten. Wenigstens ist es gratis und kostet nichts. Müsste ich für dieses Spiel noch Geld ausgeben? Ja, nee, aber. Man kann ja Ingame-Käufe machen, aber das passt ja. Wie ist das? Schuss. Geil!
Ein IS-1. Der eine. Selbst der Panda D hat null Probleme, durch den IS-1 zu kommen. Beziehungsweise die Panzerung hält den Schuss von jeder Seite aus. Und ein scheiß Tiger 2 schafft es, das nicht mal zwischen den Turm aufzuhalten. Was ist das für China-Ware, Junge? Nee, Unfall. Was ist denn hier los? Mittelschwerer, mittelschwerer, schwerer, mittelschwerer, mittelschwerer. Sind nur. Haben wir da keine Flugabwehrpanzer oder was für eine Scheiße heißt? Der Boden kommt aber ganz schon nah. Was ist denn da los? Ein IS-2, ein Stück Scheiße. Hallo! Ob der mich mal gesehen hat? Hallo Tiger 1, hoffentlich verreckst du. Ich fahre mit meinem Panda G auf und ab. Auf und ab. Bis das nicht mehr gut ist. Ich habe keine Idee, warum ich so ein Kackvideo hochlade. Oh nein! Ein Tiger 2 mit der Schwachstelle am Turm. Treffer, aber Abpraller, nur ein bisschen beschädigt und gar nicht. Oh nein! Ein IS-2! Oh nein! Die schöne Schoki! Wenn mich jetzt irgendein IS-1, IS-2 oder sonstigen scheiß IS-Panzer abschießt. Alter, ich such, wo er wohnt. Und steck den Panda in den Arsch. Wenn ich jetzt von irgendeiner Kack-Kick, genau, Artillerie getötet werde, ne, ich, nee. Ich kann nichts mehr. Ich kann nichts mehr. Oh nein! Ein Panda D! Oh nein, er fährt rückwärts, weil er mich gesehen hat. Wie krasser Dude. Treffer! Wenigstens etwas mehr. Würde gar nicht so blöd gucken, ne? Ich hab das grüne Teil im Video. Kritischer Spaß. Ich kann nicht mehr schießen, weil ein Team am Turm beschädigt ist. Ich kenne den Panda G. Panda D. Und ich weiß, dass das scheiße ist. Und da gibt viele Explosionen, weil er hat voll Bock in den Game. Ich kack mich an, es ist so ein Hurenbaum, der scheiße ist. Warum geht das nicht? Ach, ich weiß, dass der Motor brennt, Hans. Ich weiß es ja. Boah, ich bin ein ganz schlauer Spaß, ne? Ich liebe War Thunder, nee. Mein cooles Lieblingsgame. Schön frontal durchficken, nee. Ich kann nicht mehr. Ich benötige ärztliche Hilfe. Hilfe. Nee. Und nee. Vor 5 Minuten hat Wafan ein Update ein Update gemacht. Was war da wohl in dem Update drin? Wahrscheinlich ein paar Bugs gefixt. Aber dass wir fliegende Fahrzeuge reparieren bzw. es richtig machen? Nee, Fehlanzeige. Der Profi-Pfuscher ist hier unterwegs. Wer ist eigentlich der auf der. Es gibt ja sicher irgendeinen Typen, der dafür zuständig ist, dass wenn ein Update rauskommt, der das kontrolliert. Wenigstens etwas kontrolliert. Wenn jetzt irgendwas programmiert ist und da 10 Fehler drin sind, dann find wenigstens 7 oder 5. Wetten, der sitzt nur da, isst seine Schokolade, schaut TikTok. Und dann kommt der Chef rein, yo, Allah, wir haben wieder ein paar Bugs, könntest du den mal kontrollieren? Wir haben ein neues Update, kannst du das mal kontrollieren? Ja, na klar, Chef, mach ich sofort. 5 Minuten später, Chef, bitte fertig hier, natürlich. Gibt ab, noch nicht einmal angeschaut, was das für ein Game ist. Wahrscheinlich weiß der gar nicht, wie das Spiel heißt. Es regt mich schon wieder auf.
Ich habe einen Puls von 180 und normal ist das nicht. Und bei 210 liege ich tot. Cool. Ja, es war schon wieder für heute eine sehr, sehr beruhigende Runde. Auf einmal habe ich Halsschmerzen, weil dann wahrscheinlich kollabiere ich eh gleich in 3 Sekunden. Ich muss mich beeilen. Auf Wiedersehen und bis.